Hallo, guten Morgen. Danke für die Daten. Sie haben kontrolliert, dass die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse stimmt. Perfekt. Danke, Frau Vera. Also, dann fahren wir jetzt mit dem Test durch. Haben Sie Erfahrung? Haben Sie das schon einmal gemacht? Noch nicht. Okay. Dann würde ich Sie bitten, jetzt die Verpackung des Teststreifens zu öffnen. Da gibt es vorgefertigte Einstanzungen. Dann kann man das gut aufreißen. Perfekt. Und das einfach mal am Tisch hinzulegen. Können Sie ja schon direkt aufs Formular geben, an der vorgezeichneten Stelle. Genau, das ist normaler Müll, dass Sie das einfach dann entsorgen. Gut. Jetzt geht es um das Teststäbchen. Schauen Sie doch bitte, dass Sie es dort öffnen, wo es vorne keinen Testteil gibt. Genau. Öffnen Sie bitte die Verpackung. Genau. Und nehmen Sie dann das Stäbchen heraus. Genau. Schauen Sie, dass Sie es vorne nicht berühren, weil es kommt von der Spitze her jetzt in die Nase. Ja. Sie können die Maske abnehmen. Perfekt. Und jetzt das Teststäbchen in eine Nasenöffnung einführen. Genau. Und 4 bis 5 Mal schön an der Nasenscheidewand anstreichen. Perfekt. Die Nasenöffnung wechseln. Das Ganze nochmals auf der anderen Seite durchführen. Perfekt. Super. Die Maske wieder aufsetzen. Das Stäbchen muss jetzt in die Pufferlösung eingeführt werden. Wenn Sie das nehmen, müssen Sie noch die Öffnung, also die Verpackung ist verschlossen. Genau. Öffnen. Und jetzt das Stäbchen in die Flüssigkeit einführen, wobei es ganz eingeführt werden muss, leicht zusammengedrückt, damit der Inhalt auf dem Stäbchen jetzt gut mit der Pufferlösung vermischt wird. 10-mal mindestens das Ganze drehen, also als Drehbewegung schön in die Flüssigkeit einspülen. Perfekt. Dann beim Herausnehmen kurz abstreifen und dann als Stäbchen entsorgen. Ganz wichtig, der Virus wird mit der Pufferlösung bereits inaktiv und somit besteht hier auch keine große Gefahr. Jetzt kommt der Tropfenzähler auf das Teströhrchen draufgesteckt. Genau. Okay. Und jetzt müssten wir von dem Inhalt 4 Tropfen auf die Öffnung des Teststreifens geben. Also lassen Sie sich Zeit, zählen Sie schön mit, bis 4 Tropfen auf der Testkassette eingetragen sind. Perfekt. Die Flüssigkeit kann wieder entsorgt werden. Und ganz wichtig, jetzt kontrollieren wir, ob der Teststreifen dementsprechend die Flüssigkeit auch einsaugt. Wir merken jetzt schon, der Teststreifen verfärbt sich. Somit beginnt jetzt der Test. Wir haben das uhrzeitmäßig festgehalten und werden jetzt nach 20 Minuten das Testergebnis ablesen. Also wichtig, jetzt füllt sich der Teststreifen. Die Kontrolllinie C muss auf jeden Fall erscheinen, weil das gibt uns die Sicherheit, dass der Teststreifen auch funktioniert. Und die zweite Linie, die was bei einer eventuellen Positivität auftritt, das wäre die T-Linie. Das Ganze müssten wir dann dementsprechend auch festhalten. Gut. Der Teststreifen bleibt mit dem Formular bei mir. Sie können die Datenschutzvorlage mit nach Hause nehmen. Und wenn Sie den Raum verlassen, bitte nicht zu vergessen, die Hände zu desinfizieren. Vielen Dank und schönen Tag noch. So, wir haben jetzt diese Testkassette auf dem Vordruck drauf, nehmen jetzt eine Etikette, um das Ganze auch auf dem Formular zu fixieren. Bringen das jetzt zur Kontrolle auf den Tisch im Hintergrund. Wichtig ist jetzt, die Uhrzeit nochmals zu kontrollieren. Wir haben eine Ablesezeit und anschließend müssen wir das Testergebnis kontrollieren. T, die rote Linie, wäre eine positive Testergebnis und dementsprechend müssen wir das dann auch festhalten und die Daten werden dann als registriert. So, den Teststreifen können wir nach Ablauf der Zeit entsorgen. Nehmen das Formular.
und legen das dann für die Mitarbeiter im Backoffice zurecht, wo dann die Daten eingetragen werden und somit der Bürger über SMS und E-Mail sein Testergebnis mitgeteilt bekommt. So, in regelmäßigen Abständen wird das Ergebnis ins Backoffice gebracht, wo Mitarbeiter dementsprechend die Daten ins System eingeben und der Bürger an sich dann ein SMS und ein E-Mail zur Bestätigung erhält, wie sein Testergebnis ausgefallen ist. Es ist einfach. Danke, dass Sie uns helfen, die Tests durchzuführen.